Ja, und herzlich willkommen zu dem heutigen Mix dich zum Master Video. Ich werde jetzt versuchen, während der Sommerzeit, wenn ich mehr Zeit habe, 2 Videos die Woche rauszuhauen. Deswegen, das erste Video, was kommt, ist immer ein informatives. Ich habe jetzt meine Fabfilter-Reihe gestartet, das heißt, checkt es ab. Und das zweite wird immer ein bisschen ein lockereres Video werden. Deswegen mache ich jetzt mal eine kleine Reaktion. So, ich habe jetzt die Kamera ganz runtergeschoben in den Bildrand. Ich habe mir gedacht, ich starte jetzt einfach mal durch mit einer Reaktion. Ich werde ein Lied hören, was mir einige immer von euch schicken, mit Samra. Sie wollen alle so klingen wie Samra, weiß zwar nicht warum, aber machen wir halt. Jumper, make a jump. Aggressiv vom Jim Beam, doch er flieht, denn er ist miskin. Hängt am Block rum mit der Hoffnung, dass Mama ihn nicht sieht. Wenn ihr könnt ihr mitraten eigentlich. Bis jetzt, das Intro halt ganz normal. Die Stimme klingt sehr breit, also da ist entweder ein Imager drauf oder er hat jetzt hier auch schon seine Rechts-Links-Spuren dabei. Was halt auffällt, ist, dass er ein Delay hat. Ein Delay-Throw, was immer kommt nach einer Zeile. Ich glaube, kommt es rechts-links. Nein, kommt Mono. Ist Tape-Effekt, glaube ich. Also klingt zumindest so abgehackt in den Tiefen. Und der Hall, hör da mal auf den Hall. Ich weiß nicht wann oder wo, aber ich will nur ins Paradies. Es gibt noch ein Delay. Viertelnote würde ich jetzt mal schätzen, was rechts links pendelt. Und dort ist ordentlich Hall drauf. Aggressiv vom Jim Beam, doch er flieht, denn er ist miskin. Hängt am Block rum mit der Hoffnung, dass Mama ihn nicht sieht. Da ist jetzt bei der Hook natürlich mehr Energie drinnen und noch eine extra Spur. Also so eine Gesangsspur im Hintergrund, die halt von den Tiefen her sehr wenig hat, bisschen rau klingt, also ein bisschen saturated vielleicht. Der Hall ist, glaube ich, geduckt, das ist wahrscheinlich so Sidechain-mäßig, weil es ist noch ein sehr langer Hall auch noch auf der Stimme drauf, der aber nur dann kommt, wenn er aufhört, irgendwas zu sagen halt, also in der Pause. 10. Stock, aber ist schon paradox, Blut auf der Louis V. Autotune natürlich drauf, brauche ich jetzt gar nicht so viel reden, aber ansonsten klingt sie sehr natürlich, muss ich sagen. Die Tiefen sind rausgenommen schon, aber ich glaube dynamisch. Dynamisch ist halt auch das Ziel dann darin, dass man die Stimme immer noch kompakt hält und natürlich extrem komprimiert. Ich weiß nicht wann oder wo, aber ich will nur ins Paradies. Und wenn ihr euch das jetzt auch mit Kopfhörern anhört, die Stimmen kommen rechts, links, in der Mitte, also das sind sicher 3 Spuren, die ihr da jetzt habt. Die seitlichen Spuren, da ist, glaube ich, noch mehr rausgenommen worden aus den Tiefen. Ich hab Geld, aber keine echten Freunde. Aber das Delay ist hier auch noch präsent. Also ihr müsst wirklich, wenn ihr euch sowas anhört, am besten, wenn ihr Musik hört, wo ihr wie der Künstler klingen wollt, holt euch wirklich einigermaßen gute Kopfhörer und hört auf alles, außer auf das, was am oberflächlichsten ist. 2 Delays auf jeden Fall drauf. Auf der Main-Spur ist nicht so viel Hall drauf, aber dafür in den Delays. Also der Hall zieht sich dann. In den Rap-Pausen kommt halt der Hall extrem raus. Es platzen Pariser und dann platzen Träume. Erst fliegen Gläser, danach fliegen Fäuste. Samra, der Junge, der sein Benz verbrannt hat. Ich bin Hacke, so wie letzten Samstag. Ex den Scotch, Papa Kopf, aber bete jeden Tag. Das könnte jetzt sogar nur eine Stimme sein. Mit Stereo-Slap-Delay im Hintergrund, also man merkt auch, wenn man das komplett nerdig, wenn man sich da so reinhaut, aber man merkt auch, dass er so rechts-links ganz kurze Delays hat, also mit so einer 32. Note oder irgendwas. So ein trockener Reverb ist halt auch drauf. Ist schon paradox, Patrick Philipp, schwarz-matter Jeep, und du hältst die Fresse, wenn der Barhocker fliegt. Pack den Wagen ab 2 Garagen, aber schaffe es nicht einzuschlafen. Jetzt ist die Und da war jetzt noch eine Spur, noch eine andere Effektspur, die war ein bisschen gedämpfter, man hat's gehört, ich mach nochmal zurück. 2 Garagen, aber dieses das meine ich. Schaffe es nicht einzuschlafen. Da ist auf jeden Fall ein Flanger drauf oder beziehungsweise irgendein Imager, weil die Spur klingt künstlich, aber nicht hell, also sie ist ein bisschen runtergedämpft. Im Wagen ab 2 Garagen, aber schaffe es nicht einzuschlafen. Jetzt ist die Fam safe, kipp den Champagne, hits wie MJ. Und das ist die gleiche Spur, die jetzt auch kommt. Da ist halt extrem komprimiert auch. Autotune überall sowieso drauf, mit den höchsten Einstellungen wahrscheinlich. Denn er ist miskin, hängt am Block rum mit. Aber die Adlibs sind halt auch noch eingesungen. Also das ist nicht unbedingt nur ein Delay, was einfach nur wiederholt, sondern das hat halt nochmal extra eingesungen. Nun, dass Mama ihn nicht sieht. Aber man hört ein Ping-Pong-Delay im Hintergrund, das ist auf jeden Fall da.
10. Stock, aber ich schon paradox. Blut auf der Louis V. Ich weiß nicht wann oder wo, aber ich will nur ins Paradies. Also hat auf jeden Fall drei Hauptspuren. Dann hat er noch eine Gesangsspur und noch irgendeine Untergrundspur. Also hat auf jeden Fall sicher fünf Spuren da auf der Hook. Sie nennen mich Bruder, aber sind mich brüderlich. Und die ist jetzt extrem mit Hall. Also ich glaube auch, dass der Hall schon gedackt ist, weil man hört ihn nicht direkt auf der Spur, aber man hört ihn unter der Spur ein bisschen. Ich verführe mich und ich verliere die Übersicht. Und das ist auf jeden Fall ein langer Hall. Also der ist sicher 3-4 Sekunden lang. Zigarette, sie denken, ich fühle nichts. Ich bin high und sie hoffen, dass mein Flügel bricht. Fick my business, sie hat mich, weil noch nicht da waren. Ra, keine Angst vor dem Tod. Auf Schem über Rot, im Menü-Trikot. Das ist wieder die gleiche Spur, glaube ich, die ich auch schon vorher gemeint habe, mit diesem Imager drauf oder Flanger ein bisschen, weil die Spur ist eine Einzelspur, klingt aber trotzdem sehr breit, weil so ein künstliches Breit ist das. Anders als bei der Hook hört sich das nicht künstlich breit an, trotzdem ist die Stimme rechts, links präsent, da ist es auf jeden Fall nochmal eingesungen worden. Aggressiv vom Jim Beam, doch er flieht, denn er ist missgehen. Hängt am Block rum mit der Hoffnung, dass Mama ihn nicht sieht. Ich meine, es wiederholt sich jetzt eigentlich eh nur noch. Zur Stimme selber, was kann ich dazu sagen? Ich meine, es ist jetzt nicht mit einem Low-Cut bis 200 Hertz rausgenommen worden, sondern es soll noch ein bisschen natürlich klingen. Trotzdem ist es auf jeden Fall mit einem Multiband-Kompressor, ich würde schätzen, zwischen 300 und 800 Hertz oder sowas ist auf jeden Fall was runtergedrückt worden, weil sie klingt wirklich sehr clean, muss man sagen. Obwohl sie jetzt nicht wirklich nach oben hin so offen ist, also das fällt mir nicht auf, ist eigentlich sehr ausbalanciert und von den Kompressoren her. Also ist auf jeden Fall irgendein Optokompressor drauf mit Fast Release, weil die Stimme schon auch noch sehr präsent ist in den Parts, aber ansonsten ist auf jeden Fall die Attack komplett rausgefahren, damit halt auch der Autotune so klingt. 10. Stock, aber ist schon paradox, Blut auf der Louis V. Also da kommt halt überall in diesen Zwischenparts, in diesen Bridges, kommt halt überall dieses Delay mit dem Mega-Hall drauf, der aber nicht so laut ist, das heißt man merkt ihn gar nicht, aber er bringt so eine Stimmung rein. 10. Stock, aber ist schon paradox, Blut auf der Louis V. Ich weiß nicht wann oder wo, aber ich will nur ins Paradox. Ja, ich glaube mehr brauche ich mir auch nicht anhören dazu, feiere ich auch nur begrenzt. Wenn ihr trotzdem Ideen habt, was ich mir anschauen kann oder irgendwelche anderen Challenges, irgendwas für vielleicht ein lockereres Videoformat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, Anfang nächster Woche, ich glaube Montag, Dienstag, geht's wieder los mit der Fabfilter-Reihe. Will gar nicht verraten, was da kommt. Aber für jeden, der Mixed Master, der selber machen will, auf jeden Fall den Kanal auschecken. Und wir sehen uns das nächste Mal.